Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anthem mit mir, dem Fearscreen. Owen hat mir Wir berichtet, zocken was wieder ein passiert bisschen. ist. Sie haben ein Problem da draußen. Und Ein ja, testen dominionlastiges für euch Problem. oder ich teste für euch hier das Seine Leute Spiel. haben ihn den Monitor genannt. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Und er war dort, um ein Gestalterrelikt zu suchen? Hat alles auseinandergenommen. Ihre Agentin wollte nicht nachgeben. Bis zum bitteren Ende hat sie... Also... Ich weiß. Es tut mir leid. Sie hat dieses Archiv hinterlassen. Ich lasse jeden Stein von meinen Leuten umdrehen. Das Dominion ist tatsächlich zurückgekehrt. In voller Stärke. Verdammt. Ich dachte, Spione werden mit allem Spielen fertig. Wir haben auch Achtung vor unseren Feinden. Leben unter der Herrschaft des Dominion ist eigentlich kein Leben. Und wenn sie Fort Tarsis ins Visier genommen haben... Na schön. Das Fort ist zwar nicht mein Lebenstraum, aber es ist mein Zuhause. Und ich komme prima ohne Diktatoren aus. Was können wir tun? Für den Moment bewahren Sie Geduld. Ich will nichts überstürzen, bevor ich nicht mehr Informationen habe. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen. Sentinel Bryn. Sie ist scharfsinnig, vertrauenswürdig und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wieso gehen Sie ihr nicht zur Hand, während ich Infos zum Dominion einhole? Zur Hand gehen. Ich melde mich. Okay. Sentinel Rissa Bryn, Vorkommandantur. Sentinel, was können wir für Sie tun? Nun, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Kommen Sie und suchen Sie mich an meinem Schreibtisch auf. Und neben meinen Pflanzen. Pflanzen? Genau. Also, gut. Wir sehen uns. Okay, alles klar. Freelancer, wie geht's? Hier ist Matthias Sumner. Übrigens, ich habe endlich das Chaos in meinem Labor aufgeräumt und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bin da, wenn du reden willst. Na gut, na gut, na gut. Gleich zwei Wegpunkte. Hallo, du bist ein Freelancer, nicht wahr? Nee. Ich habe gewisse Dinge Echt? Über dich gehört. Was für Dinge? Auf Einige gute. Der Arkanisten sagten, du hättest einen Cataclysm aufgehalten. Oder einen riesigen Ursix. Oder beides? Das war ich, ja. Irgendwie war es beides. Interessant. Dich sollte man im Auge behalten. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber sei dir bewusst, dass bald viele Blicke auf dir ruhen werden. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass jetzt die Zeit ist, um zu zeigen, zu was du imstande bist. Ich bin für alles zu haben. Wenn du einen Auftrag für mich hast, immer her damit. Ja. Es geht nicht um einen Auftrag im eigentlichen Sinne. Hast du je von dem Pfad zum Ruhm gehört? Das ist so eine Art Rangordnung von Lancer, richtig? Er ist mehr als das. Es gibt gewisse Belohnungen für diejenigen, die diesen Pfad beschreiten. Belohnungen, die wer genau gewährt? Der Imperator. Beschreite diesen Pfad, Freelancer. Was du tust, wird von Bedeutung sein. Das verspreche ich. Na, das ist doch schon mal was. So. Ich halte Ihre Abteilung enorm. Da ist er ja. Hi, Freelancer. Moin. Hallo. Sentinel, schön Sie wiederzusehen. Oder? Oder nicht? Ich habe nicht viel mit Freelancern zu tun. Okay. Oder irgendwem, der kein Sentinel ist. Hoffentlich bereuen Sie die Bekanntschaft mit einem von uns nicht. Das hoffe ich auch. Okay, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, naja, diskret. Eigentlich habe ich keine Erlaubnis von meinem Vorgesetzten, Sie anzuheuern. Aber bei einer Arkanistenbasis in der Nähe gibt es ungewöhnlich hohe Ska-Aktivität. Was es auch ist, wenn die Ska es in die Klauen bekommen, könnte es zur Gefahr werden. Richtig, ich sehe mir das für Sie an. Gut, also gut, dass Sie helfen, Freelancer. Ja, kein Problem. Logisch. Nicht direkt starten, oder muss ich hier noch mal zu dem anderen?
Ja, könnten wir vielleicht auch gleich starten, aber wir gucken mal, was hier noch am Start ist. Manchmal kann Soße einem echt das Leben versauen, weißt du? So, Na gut, das hätten wir auch anders hingekriegt. Gib mir dein Hinterteil, Baby. That's a rock. So. Dann sind wir mal wieder am Start mit unserem Tanky Banky. Ich habe vorhin noch ein paar Waffen geändert. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Und wir haben jetzt auch, ich habe jetzt so eine Art Sniper-Gewehr noch mitgenommen. Mal gucken, wie sich das spielt. Gerade auf einem Tank wahrscheinlich nicht ganz so cool. Wobei ich auch immer noch nicht ganz sicher bin, ob mir dieser Tank-Style hier so richtig gut gefällt. Da bin ich noch so ein bisschen, ich muss sagen, hin und her gerissen. Also ich spiele ja wirklich gerne Tanks und... Ja, hier ist es irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Es ist ja ganz am Anfang. Und ich muss auf jeden Fall nochmal erstmal alle Fähigkeiten irgendwie lernen, richtig einzusetzen. Und also. Ich muss sagen, also der Ranger und der Titan, die beiden habe ich jetzt ja ausprobiert. Also das spielt sich ja wirklich komplett unterschiedlich. Also ich denke mal, die anderen beiden Klassen, da wird es ähnlich sein. Es ist halt wie, also es ist halt echt ein anderer Charakter und man merkt es halt deutlich, ne? Sie wie in anderen Spielen, okay, nur eine andere Waffe und dann rückt er los. Nee, der spielt sich wirklich anders. Also die ganzen Fähigkeiten, ich muss nur erstmal, bevor ich mich entscheide, auch mal ja meine Fähigkeiten vernünftig einsetzen und kontinuierlich auf Cooldown wahrscheinlich halten, damit ich hier effektiv mit dem Titan was reißen kann. Weil ich festgestellt habe mit dieser ganzen Nahkampfgeschichte, das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Boom. Ich schalte Sentinel Bryn dazu. Freelancer. Hallo nochmal. Ich bin Sentinel Bryn. Hi. Hallo, Sentinel. Wie geht's Ihnen? Gut, gut. Die Alkalistenbasis ist nicht weit weg. Machen Sie sich auf Scar gefasst. Mach ich. Da es unsere erste Mission ist, könnten wir etwas reden. Besser kennenlernen. Lieber nicht. Ich melde mich, wenn Sie nah an der Basis sind. Alles klar. Bin leider wieder solo. Keine Mates gefunden. Geschafft! Arkanistenbasis voraus, Freelancer. Bin dran. Ach, jetzt alles voller Ska, wie ich geahnt hatte. Was ist mit den Arkanisten? Ich empfange ein Signal von einem Unterschlupf in der Nähe. Ich werde ein Team schicken, das sie abholt. Erledigen Sie jetzt dieses Ska. Bitte. Wird gemacht. Oh yeah, baby.
Okay, da muss man ganz schön reinbuttern in die Jungs. Objekte der Arkanisten mitgenommen. Wahrscheinlich. Sie sind eine echte Plage. Wir haben zwar in einem Gebiet nicht weit von ihnen gesichtet. Suchen Sie dort. Wird erledigt. So, wo geht's lang? So viel Ska-Aktivität habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich dachte, ich sei die Einzige, die das bemerkt hat. In letzter Zeit sind sie überall. Es sind doch nicht einmal Menschen. Nur widerliche Monster. Dinger, die alles zerstören, wo auch immer sie sind. Nur zu, beschreiben Sie mir Ihre wahren Gefühle, Brit. Ich bin immer noch überhitzt. Freelancer, hier hatten sich die Star versammelt. Verstanden. Ich hoppla. Sehe mich um. Vielleicht finde ich unsere Verlustmaschinen. Und möglicherweise, woran sie sonst noch gearbeitet haben. Passen Sie auf, dass Sie dabei nicht von Ska überrascht werden. Let's get up here. Bergung. Sucht. Diese Dinger da? Drei Stück. Ist genau über mir? So, was muss ich hier durchsuchen, Freunde der Nacht? Aha. Gestalterteile. Nichts von den Arkanisten. Suchen Sie weiter. Jetzt weiß ich wenigstens, wonach ich gucken muss. Irgendwo hier muss aber etwas sein.
Da war's doch. Sehr schön. Ey. Na gut, wenn Sie nichts Arkanistisches sehen können, dann muss es versteckt worden sein. Also soll ich nach einer Art Scar-Schuppen suchen? Warum nicht? Okay, wie soll sowas aussehen? Mit einer Scar-Höhle anstelle eines Scar-Schuppens. Damit kann ich arbeiten. Gut, es ist nämlich eine in Ihrer Nähe. Ein gutes Versteck für gestohlene Maschinen. Ich werde sie finden und reingehen. Das will ich hoffen. Ja, Mensch. Ich glaube, ich muss die anderen beiden Sentinels muss ich auch mal ausprobieren. Wenn die Ska ein Geheimlager haben, dann garantiert an so einem gruseligen Ort. Irgendwelche Tipps? Feind eliminieren, Objekt finden. Einfach, aber fair. Mehr Freundchen. Boom. Na, was geht ab? So, läuft ja ganz gut. Wir sind noch nicht fertig. Wow. Haben wir uns mal gut durchgeschnitzelt? Hoppala. Oh, warte mal, da war irgendein Item. Ich bestimmt irgendwann brauchen. Sie haben die gestohlenen Arkanistenmaschinen an einen Gestalterartefakt angeschlossen. Sieht nicht gut aus. Halten Sie sie auf, bevor es instabil wird. Thank you.
Jetzt reicht's aber hier mit der Freundlichkeit. Mann, da ist echt eine Action, das macht richtig Spaß. Oh, da war gerade ein kleiner Leck. Oh, da hinten. Was ist das für ein Ding? Schlagabtausch. Geh dann halt auf die harte Tour. Was ist passiert? Das Artefakt. Es erschafft Skorpedone. Sie sollten es wahrscheinlich eindämmen. Oh je, oh je. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Oh oh. Alter, Scheiße.
Kann ich dieses Ding irgendwie aufhalten? Okay, rastet der jetzt völlig aus, oder? Fragmente bergen, also ich sehe es erst. Fragmente bergen. Da unten. Alter, Scheiße. Und das war doch ein Fragmentteil. Warum steht immer noch 0 von 3 da? So muss ich das mal da ranbringen. Ein Fragment zurück. Aha, jetzt versteh ich's. So, wo sind die anderen? Ja, da ist es. Freelancer. Hab ein Fragment. Gut. Ja, ich weiß, ich weiß. Versucht, ein Gestalter-Artefakt zu zwingen, Skorpedone zu erschaffen? Vielleicht. Wirklich seltsam. Normalerweise plündern sie einfach. Ich erwähne das in meinem Bericht und... vielen Dank, Freelancer. Sie waren eine wirklich große Hilfe für die Sentinels. Und das Fort. Die Arbeit mit Ihnen hat mir auch gefallen. Ja, vielleicht arbeiten wir irgendwann nochmal zusammen. Vielleicht. Wir sehen uns, Ben. Okay, okay. Ja, das war's. Mission ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen gerne nach oben. Ihr könnt mich auch super gerne abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part von Anthem mit mir, dem Fearscream. Wenn ihr das Spiel kaufen wollt, ist es gerade im Angebot auf MMOGA für 20 Euro. Einfach auf den Link klicken in der Videobeschreibung. Dann spart ihr bares Geld. Haut rein. Bye, bye.